So, weiter geht's. Wo muss ich jetzt hin? Das ist weit. Da unten. Machst du einfach nur die Brücke und dann sind wir auch schon da. Okay. Brauchst du etwas, Meister? Mhm. Ach, Moment, muss er. Fällt mir ein, haben wir das schon geregelt? Dann machen wir hier was zu essen da unten hin. Meiner Pfeffer. Brot, was ist das? Ach komm, Knödel. Wie weit aus dem Süden kommt der Stoff? Die neuesten Schiffe. Schwiegermutter ist ein alter Succubus. Saugt mir den Lebenswillen aus. Magier, Mutanten, Frevler, Kobolde. Das ist ein Schrein. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Was? Ach, da oben. Okay. Dann würde ich sagen. Bin ich kaputt. Mal hier hin. Dann hier meditieren. Mitternacht, sie ja gesagt, ne? Ja, was ist X? Mitternacht. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Speichern. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Oh. Also das ist wirklich hier und jetzt. Erklärst du mir mal, was du vorhast? Überleg doch. Wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn? Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum, aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Da irgendwas mit dem Schatz. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht... Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Okay. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri,
Sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt den Zauberinnen statt Ertrunkenen. Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Finger weg. Was sagst du? Ah, wusste ich's doch, dass wir ihm nicht trauen können. Hexer, Hexe, alles dasselbe. Dann können sie auf demselben Scheiterhaufen brennen. Das ewige Feuer wird Asche aus dir machen. Verteilen! Mund halten und kämpfen. Hallo, zieh dein Schwert, Junge. Mann! Du sollst dein Schwert ziehen. Aua! Mann! Was soll der Scheiß hier? Mann! Du wirst auf dem Scheiterhaufen brennen! Schlagen wir uns durch. Frisst er denn noch mehr? Pass auf! Aber verdammter Mist, ey. Ich sehe nichts. Wo sind die? Oh. Du wirst es nie lernen. Aua. Das ist nicht dein Tag.
Fortress. Lörkelshaupt. Ach, Philippa Einhardt, okay. Moin. Au. Das müssen alle gewesen sein. Das war knapp. Ich muss sagen, Lug und Trug gehören nicht gerade zu deinen Stärken. Nun, ich bevorzuge unkomplizierte Lösungen. Erst kämpfen, dann fragen. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist es? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Siehst dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen. Aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Schlüssel zu einem Gewölbe? Ohne Adresse? Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns da nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne, aber nicht durch den Haupteingang. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja. Und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Okay. Dann packen wir schön die Bude ab. Ich werde erstmal zugucken. Ja, so, jetzt ziehen noch an. Da und da und dann glaubt vielleicht alle. War da noch ein Gegner drin?
Okay, ich sollte noch besser hier weggehen. Ach, schön. Ach so. Du da! Herr Reuven will dich sprechen! Ungeduldiger alter Bastard. Hm? Nichts. Gehen wir. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Tja, würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Ein Tresor? Ich muss ihn also selber finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Du hast keine Witze zum Abschied. Was ist mit einer Belohnung? Das war alles? Keine ironischen Bemerkungen? Keine fulminanten Witze? Du willst einen Schenkelklopfer? Gut, ich erzähl dir einen. Bereit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein. Aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Jamulak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Ich sollte wohl nicht fragen, aber Dijkstra, wieso zur Hölle weißt du das alles? Ich lese alles aus dem Flug der Vögel. Dein Sarkasmus kann ermüdend sein, weißt du? Ich habe noch viel schlimmere Eigenschaften. Glaub mir. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Nie mehr. So, was ist jetzt umgeschehen, Maus? Da oben, okay. Da kann man doch da vorbeilaufen. Okay. Dann sehen wir uns, wenn ich dann da in der Nähe bin. Achso, da ist ja dieses eine. Mal schauen, dass ich irgendwie vorbeilaufe. Dann sehen wir uns gleich da oben. So, dann sind wir auch gleich jetzt da bei dem toten Briefkasten. Da vorne jetzt. Weißt du, ich will jetzt diese eine Quest eigentlich nicht auslösen. So wie Exkremente in die Kanalisation fließen, fließt der größte Abschnitt in diesem Novigrad. Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert.
kommst mir bekannt vor. Das muss der Briefkasten sein. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Also, wo ist dieses Ferneck? Da unten. Okay. Dann sehen wir uns gleich da unten. So. Von hier aus ist es ja nicht mehr so weit. Mir dein Schwert? Ein andermal, Junge. Hey, du. Hast du Stutenfohlen gesehen? Oh! Entschuldigung. War nicht extra. Oh, ein schönes bemaltes was, Haus. Wenn ein Halbling Hexer wird, ha? Schönes bemaltes Haus. Was ist das hier? Jetzt nur noch verstecken und warten. So. Oder wir nehmen es erstmal auseinander, das Haus. Hinter der Tür das beste Versteck. Ein Klassiker. Mich eher hier versteckt. Obwohl, da würde man das ja sehen. Wenn man von außen rum reinkommt. So, haben wir alles? Noch das. So, haben wir genug aufgenommen. Ach, Geralt. Mitternacht warten, dann geht's los. Triss, woher wusstest du? Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hier für ein Stell-Dich-Ein. Mit Triss. Mhm. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst. Er kommt. Versteck dich. Menge. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. War das genug? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Reine Neugierde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher?
Radovid. Ich arbeite für Radovid. Radovid, was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Das Schwein. Dafür wird er bezahlen. Wo hat Menge Sigi Reuvens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja, trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat zu viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Sesla Anges. Alles gut. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen. Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt. Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Tschüss, Triss. Wir müssen jetzt mit Priscilla reden. Gut, dann... Neue Quest. Eine lebenswichtige Angelegenheit. Ah, okay, die. Hab schon gelesen, die führt dazu, dass da gewisse Dinge passieren. Ja, jetzt nur noch mit Priscilla reden, dann kommt jetzt auch nur so der Abschluss. Wo sie uns dann hier ein bisschen erzählen wird, wie wir weiter vorankommen vielleicht, und dann könnten wir eigentlich danach auch dieses mit Finde Junior machen. Mal sehen.
würde ich dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wo war die Taverne Eisvogel? Da oben, okay. Wir sind jetzt beim nächsten Mal hier beim Platz des Hierarchen und gehen dann zur Taverne. Bis dann, meine lieben Drachlinge. Habt noch einen schönen Tag und tschüss.